Hallo, mein Name ist Silvia Grott, ich bin die künstlerische Leiterin der Dresdner Schlossernacht. Hallo, ich bin Jörg Ulrich, ich bin Projektleiter für die Dresdner Schlossernacht. Hallo, ich bin Arne Heidmann und Projektleiter mit den Schwerpunkten Logistik, Gastronomie auf Abbau. Also die Anfänge der Dresdner Schlossernacht sind relativ schnell erzählt. Es war eigentlich eher eine fixe Idee. Wir haben uns überlegt, Mensch, der Elbhang, wunderschöne Kulisse, eigentlich so das Wahrzeichen von Dresden, lass uns was machen. Und haben dann gemerkt, dass das gar nicht so einfach ist, auf so einem Riesengelände, gerade öffentlichem Raum, ein Event zu platzieren. Und haben dann wirklich 1,5 Jahre gebraucht, bis alle Genehmigungen da waren. Und dann haben wir 2009 die erste Schlossernacht gemacht. Alles hat irgendwie doch funktioniert und dann hat es Riesenspaß gemacht. Und so machen wir dieses Jahr schon die 6. Die Dresdner Schlossernacht macht besonders, dass wir eine unglaubliche Vielfalt haben an verschiedenen Spielstätten und Bühnen. Wir haben kulinarisches Angebot von Bratwurst bis Hummer und wir haben ein fantastisches Feuerwerk, eigentlich das Schönste in Dresden. Ja, eine der technisch größten Herausforderungen dieser Schlossernacht oder eigentlich jeder Schlossernacht ist die Lichtillumination des gesamten Geländes. Wir sprechen hier von 32 Hektar Veranstaltungsgelände. Und es werden über 7 Kilometer an Kabeln verlegt. Es sind über 12.000 Lampen, Glühbirnen, die wir hier auf dem Gelände verteilt haben. Eine unheimliche Herausforderung technischerseits. Also wir haben dieses Jahr auf der Schlossernacht 77 einzelne Konzerte, gestaltet von ca. 260 Künstlern. Das heißt, für jeden ist wirklich was dabei. Sehr gerne erwähne ich die Zusammenarbeit mit Mario Pattes, André Thienelt und Benjamin Wittligmeier. Drei sächsische Spitzenköche, die im Gourmetgarten unsere Gäste dieses Jahr sehr verwöhnen werden. Am besten kommt man zur Schlössernacht, indem man die Straßenbahn nutzt und die öffentlichen Verkehrsmittel, weil es gibt keine Parkplätze vor der Tür. Und wir haben noch Tiefgaragenplätze besorgt im Waldschlössenareal und am Bahnhof Mitte. Und da kann man auch mit dem Bus-Shuttle dann zu uns kommen. Also, wir freuen uns jetzt auf den 19.07. auf die 6. Dresdner Schlossernacht. Wir wünschen uns tolles Wetter, wir wünschen uns motivierte Künstler, nettes Publikum und was Schönes zu essen und mehr wollen wir doch nicht. Und die Karten sind bald alle, also wenn Sie noch Lust haben, dann sollten Sie sich jetzt wirklich um Karten bemühen. Es gibt ein kleines Kontingent an der Abendkasse, aber der frühe Vogel fängt den Wurm. Insofern 19.07. Dresdner Schlossernacht. Romantisch veranlagt. Das ist geil. Sind Sie auch romantisch veranlagt? Das ist ja.